Bevor versucht wird, die Daten vom Datenträger zu retten bzw. diesen zu reparieren, bietet es sich an, ein Backup zu machen. Bekanntes Programm dafür ist das DD mit den Parametern Input-File gleich, dann das Gerät für den Originaldatenträger, hier wieder DevSDC. Die Ausgabe soll in einer Datei erfolgen, OF gleich, ich nenne es mal SDC.image, das ist dann eine Datei im aktuellen Verzeichnis. Block Size, also wie viele Daten auf einmal gelesen werden, stelle ich hier auf 1 MB. Das funktioniert in vielen Fällen, wenn der Originaldatenträger noch in Ordnung ist. Allerdings, wenn dort Lesefehler sind, zum Beispiel durch einen Headcrash oder defekte Sektoren bei einem Flash-Stick, dann schlägt das fehl und noch schlimmer, entweder bricht das DD ab oder es überspringt die defekten Sektoren und verkürzt damit die Ausgabe. Das heißt, die Partitionen sind unter Umständen nicht mehr da, wo sie früher waren. Ein Programm, was mit defekten Datenträgern besser zurechtkommt, ist DD-Rescue, ebenfalls auf Knoppix vorhanden. Dort kann ich ohne OF und IF den Eingabedatenträger direkt angeben. DevSDC ist der Datenträger und SDC.image ist die Ausgabedatei. Das DD-Rescue ersetzt verloren gegangene Sektoren oder defekte Sektoren durch Nullen bzw. überspringt in der Ausgabedatei die entsprechenden Bits, sodass der Datenträger auch mehrmals gelesen werden kann. Dabei werden dann bei einem erneuten Leseversuch, wenn es geklappt hat, die noch fehlenden Bits aufgefüllt. Mit der Option -R kann man angeben, wie oft das Lesen eines Sektors versucht wird, bevor dieser übersprungen wird. Wir machen das jetzt mal am Beispiel unseres USB-Sticks. Ja, das klappt hier noch sehr gut. An dieser Stelle gibt es einen Lesefehler. Die nicht mehr lesbaren Bytes werden noch ein paar Mal versucht. Danach werden die entsprechenden übersprungen und versucht, den nächsten Sektor zu lesen. Wenn es nicht geklappt hat, das heißt, die nächsten Sektoren sind auch nicht lesbar, heißt das, die Ausgabedatei wird verkürzt. Die sollte eigentlich 1 GB lang sein. 670 Megabyte hat er gerade mal geschafft. Ja, was nun? Wir können versuchen, den gleichen Datenträger noch einmal rückwärts zu lesen. Dazu füge ich hier die Option -R ein. Der Rest bleibt wieder gleich. Die Ausgabedatei wird dabei nicht komplett überschrieben, sondern nur die noch fehlenden Sektoren ergänzt. Ich schicke das ab. Diesmal wird also der Datenträger DevSDC von hinten nach vorne gelesen in umgekehrter Reihenfolge und dabei geschaut, ob in SDC.image entsprechend noch Daten fehlen oder welche überschrieben werden müssen. Das kann ein Weilchen dauern, weil jetzt die Datei SDC natürlich auf die volle Größe expandiert werden muss, auf die kompletten 1 GB, sodass er von hinten anfangen kann zu lesen. Und dann geht es hier weiter. Ja, wir sind jetzt schon bei 12% und schauen mal, was er dann so macht. Ja, diesmal hat es geklappt. Wir haben 100% der Daten gerettet. Hier haben wir jetzt auch die Datei sdc.image, die tatsächlich jetzt so groß ist, wie der Stick ursprünglich war. Und jetzt könnten wir zum Beispiel mit Testdisk überprüfen, wie das mit der Partitionstabelle aussieht. Wieder unsere beiden Hilfsoptionen, um die Farbe richtig einzustellen und auf die englische Locales umzuschalten. Testdisk und statt einer Gerätedatei gebe ich jetzt unsere gerettete sdc.image an. Ja, die wird jetzt behandelt wie eine normale Festplatte. Es werden die Partitionen gesucht. Die Anzahl von Köpfen und Sektoren pro Track kann er natürlich nicht feststellen, aber immerhin hat er die Partitionstabelle gefunden und hier kann ich jetzt auch wieder versuchen, Dateien zu retten. Der Stick war allerdings formatiert, insofern werden hier keine vorhanden sein. Um Partitionen auf dem
geretteten Stick, also innerhalb der Image-Datei, zu mounten, ohne diese Image-Datei zunächst wieder auf einen Stick zu schreiben, gibt es auch ein Tool unter Linux, das heißt CarPartX, muss allerdings als Administrator gestartet werden, weil es im Dev-Verzeichnis Dateien anlegen muss. CarPartX-A für Add, V für Verbose auf die stc.image-Datei angewendet, fügt unserem System Partitionen hinzu, Loop 0p1 erscheint unter Dev Mapper und lässt sich jetzt mit Mount einfach an eine leicht wieder auffindbare Position mounten, zum Beispiel MNT. Ja, damit habe ich direkt die erste Partition aus dieser stc.image gemountet.